Wir leben ja wirklich in einer Zeit, wo Wellness und Diäten an der Tagesordnung sind. Es ist wirklich so, dass in Büchern, in Zeitschriften, in Nachrichten dieses Thema stets und ständig bearbeitet wird. Sommer, Winter, vor den Feiertagen, nach den Feiertagen, Herbst, Frühling, egal wann, das Thema steht immer und wird von allen gelesen. Ich habe kürzlich eine Studie darüber gelesen, wo verschiedene Diäten verglichen wurden. Und bei einer, das hat mich sehr beeindruckt, habe ich gelesen, dass man jeden Tag Buch führen sollte darüber, was man alles isst. Also was man alles isst und trinkt den Tag über. Man sollte das wirklich mal aufschreiben. Der Sinn dahinter war der, dass man ein Bewusstsein darüber bekommen sollte, was man so zwischendurch in sich hineinstopft. Es sollte einfach mehr Gewicht auf diese Frage gelegt werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Diäten, das ist ein Thema, was ja heute nicht nur für Frauen da ist, sondern eben alle beschäftigen sich damit. Für den einen oder anderen ist es sogar wichtig, sich damit zu beschäftigen. Ich habe darüber ein bisschen geschmunzelt, aber ich dachte, es wäre doch echt mal gut, eine Eigenstudie darüber anzulegen, was wir an unseren inneren Menschen heranlassen, was wir da aufnehmen. Was ist es, wenn du Musik hörst? Verstehst du die Worte, die da gesungen werden, die über den Kopfhörer in dein Herz kommen? Was liest du an Büchern? Bereichern sie dich wirklich? Sättigen die dich innerlich? Was ist mit den vielen Zeitschriften, Zeitungen, Nachrichten, all diese negativen, mehr oder weniger negativen Botschaften, die dich im Kopf beschäftigen? Irgendwie fordern sie ja von uns ein bestimmtes Handeln, eine bestimmte Denke, eine bestimmte Ausrichtung. Machen sie dich positiver oder negativer? Also verstehe mich nicht falsch, ich bin nicht so, dass ich sage, das ist alles ganz schlecht, das ist nicht wichtig für dich, du sollst nur in der Bibel lesen. Es gibt Dinge, die sind gut und in der Bibel zu lesen ist das Beste. Aber prüf doch wirklich selbst mal, wie viel Zeit, wie viel Gedanken, wie viel du in Dinge hinein investierst, die dich nicht wirklich an deinem inneren Menschen sättigen. Und die Bibel legt großen Wert darauf, dass unser innerer Mensch gesättigt wird, dass wir erfrischt sind, dass wir gestärkt sind. Wir haben so viele Angriffe in unserem Alltag laufen, dass unser innerer Mensch sehr wohl aufgebaut, gestärkt und erfrischt sein muss, weil wir sonst diesen Sachen nicht gut entgegenstehen können. Ich möchte dir ein Wort vorlesen aus Römer 12, Vers 2. Da heißt es, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Ich möchte dich heute ermutigen, dass du darüber nachdenkst, wie du deinen inneren Menschen sättigst und dass du das Wort Gottes ganz neu auf die Agenda stellst, dass das Erste ist, was du zu dir nimmst an jedem Tag. Ich weiß, Gott hat mehr für dich.